Die Entwickler haben gestern Abend verraten, was es demnächst für neue Inhalte für die Sims 4 geben wird. Eine kleine Ernüchterung vorweg, in der Herbstzeit wird es vermutlich erstmal keine größeren Packs geben. Mehr dazu aber jetzt in dieser Short News. Wie schon öfters haben die Entwickler wieder einen Tweet mit groben Anhaltspunkten geteilt, was wir demnächst für Inhalte für die Sims 4 erhalten werden. So wurde als erstes auf dem Erklärungsbild geteilt, dass es wohl gleich drei neue Sets geben wird, die den Ersteller einen Sim-Modus mit neuen Objekten erweitern. Welche Themen hier genau zur Verfügung stehen, ist derzeit noch unklar. Könnte sich die Formulierung Global Fit aber auf internationale Klamotten und Stile beziehen? Ähnlich sieht es mit dem neuen Baumodus-Set aus, welches ebenfalls erscheinen wird. Hierzu sprechen die Entwickler von einem neuen Set, mit dem man seinen Zufluchtsort pflegen werden kann. Zwar wissen wir jetzt auch nicht so ganz, was damit gemeint ist, aber immerhin besser als gar keine Infos, oder? Die letzte und damit wahrscheinlich auch spannendste Info ist, dass wir wohl mehrere Gratis-Updates für die Sims 4 erhalten werden. So soll das Leben der Sims mit neuen tiefergreifenden Features erweitert, sowie mehr Farbe zur Personalisierung des Raums der Sims implementiert werden. Diese Formulierung klingt auf den ersten Blick nach einem Farbrad-Update, aber ich muss euch leider enttäuschen. Wie SimGuru Frost in einem Tweet geteilt hat, handelt es sich nicht um dieses Feature. Vielleicht könnte hiermit ein umfangreiches Farboptionen-Update gemeint sein, wer weiß. Es bleibt weiterhin spannend, wie die neuen Features genau aussehen werden. Wenn es hierzu etwas Neues gibt, halte ich euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Ob wir in den nächsten paar Monaten andere Packs als neue Sets erhalten werden, scheint aktuell auch noch recht unwahrscheinlich zu sein. Wahrscheinlich gibt es erst im späten November oder Dezember neue, größere Inhalte für die Sims 4. Wenn ihr aber auf die bereits vorhandenen ordentlich sparen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei. Hier gibt es manche Gameplay-Packs für bis zu 25% weniger, Erweiterung teilweise sogar bis zu 66%. Link in der Beschreibung. Was denkt ihr über diese Neuigkeiten? Inwiefern könnten die Entwickler eurer Meinung nach das Gameplay mit den Sims tiefgreifender gestalten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.